Hallo Freunde und herzlich willkommen. Das hier ist ein Kanal-Update, die mache ich ja von Zeit zu Zeit, einfach um euch wissen zu lassen, woran ich so arbeite, was in nächster Zeit so passiert. Und zunächst einmal möchte ich gerne alle herzlich willkommen heißen, die jetzt neu dazugekommen sind. Das ist eine ganze Menge. Ich habe jetzt fast 1500 oder schon über 1500 Abonnenten. Yay! Und das ist alles dank Starbound. Also es freut mich wirklich, dass ihr in Anführungszeichen einschaltet und dass euch Starbound scheinbar auch so viel Spaß macht wie mir. Das finde ich echt cool. Da habe ich wirklich lange drauf gewartet und das wird eine Serie sein, beziehungsweise ein Spiel, zu dem ich eine Menge mache. Und darüber wollte ich kurz reden, was ich noch geplant habe. Das kann so ein kleiner Teaser. Ich habe nämlich vor, in Zukunft euch ein bisschen mehr mit einzubinden. Das heißt nicht, dass ich, wie ich bekomme übrigens, das kann ich jetzt schon mal sagen, an alle, die das vielleicht jetzt auch schon selber gemacht haben, ganz viele Anfragen zum, oh, kann ich vielleicht bei euch mitspielen und so. Das ist einfach zu schwer zu managen. Zum Let's Playen habe ich halt meine Leute und Minecraft hat mir halt gezeigt, dass das anders eher nicht klappt. Aber wie ich schon vielleicht, habt ihr es gesehen, geschrieben habe, denke ich drüber nach, eventuell nach der Beta, wenn alles stabil ist, einen Server aufzumachen, aber das liegt ja in weiter Ferne. Nun ja, jetzt zuerst mal zu meinen Ideen, wie ich euch da ein bisschen mehr mit einbinden kann. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde mit Jens zusammen ein ganz kleines, kurzes Video machen, das heißt dann irgendwie Koordinaten, irgendwas, Star Map oder Galaxy Map, irgendwas. Und ihr könnt euch jetzt vielleicht schon denken, worum es geht. Es geht darum, dass ihr mir so einen kleinen, da steht dann in den Comments so ein Steckbrief, ja, ganz, ganz einfach. Also da könnt ihr dann einen Steckbrief, da könnt ihr Koordinaten von Planeten, die ihr cool fandet, wo ihr eine coole Struktur, was cooles, eine coole legendäre Waffe, irgendwas gefunden habt, was irgendwie besonders ist, könnt ihr dann in die Comments reinschreiben und dann machen wir besondere Folgen, in denen wir halt eben zu diesem Planeten fliegen werden und uns die anschauen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil in Starbound ja, das Erkunden das Allercoolste ist und wenn ihr mit uns zusammen quasi für uns, ja, die Scouts seid und für uns auch mit erkundet, dann können wir viel mehr interessantes Zeug sehen, habe ich mir gedacht. Ich glaube, das ist eine coole Idee, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne was dazu in den Comments schreiben, also hier diese Videos für die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, die sind auch immer dafür gedacht. Hier könnt ihr auch gerne viel Feedback zum Kanal lassen. Hier lese ich das auch meistens. Also ich versuche ja immer auf alle Comments zu achten, aber hier habe ich immer ein besonderes Auge drauf. Dafür mache ich die halt auch. Eine andere Sache, über die ich reden will, ist, ich habe tatsächlich endlich eine PS4 bekommen. Yeah, yes, ich habe sie nicht vorbestellt und ich habe tatsächlich noch hinbekommen, eine vor Weihnachten zu kriegen, was ich total gut finde. Da wird, wenn ich es hinkriege, eventuell auch nochmal ein bisschen was kommen dieses Jahr. Ich habe allerdings noch nicht so viel Zeit, die zu spielen. Ich habe die gerade mal angeschlossen und kurz angemacht, Updates gemacht und so. Das dauert wahrscheinlich ein kleines bisschen. Aber wenn ihr da was sehen wollt, meine Meinung zu ein bisschen PS4-Kram, ja, dann kommt das wahrscheinlich auch. Und was noch kommt, das finde ich auch ganz wichtig, da möchte ich euch nochmal drauf hinweisen, ist, ich habe ein cooles Weihnachtsspecial mit Dirk zusammengedreht. Wir haben mal wieder witzige Sachen gemacht, was witzig gespielt, es war echt lustig und wir haben eine Menge Glühwein getrunken, wir haben das alles für euch festgehalten und da werden 3 Folgen kommen. Wir hatten so ein richtig cooles Konzept, die kommen, glaube ich, dieses Wochenende, also das Wochenende vor Weihnachten. Und davor, also noch diese Woche, kommt was anderes Besonderes, das habe ich noch nie vorher gemacht, nämlich so ein kleiner Jahresrückblick. Und zwar habe ich das verpackt in eine Top 5 meiner liebsten Spiele und dann in einem anderen Video eine Top 5 der schlechtesten Spiele meiner Meinung nach des Jahres. Und zwar ist es natürlich eine persönliche Top 5, die Spiele sind vielleicht ein bisschen seltsam, aber wenn ihr mich kennt und das Jahr lang zugeschaut habt, dann wisst ihr eventuell, welche Spiele das sind, ja, und ich habe auch zu den meisten davon extra schon ein Video gemacht vorher und ich werde die auch nochmal verlinken. Also ich fand es echt ganz spannend, nochmal zurückzublicken, was habe ich eigentlich dieses Jahr gemacht, was hat mich beschäftigt und bewegt so an Games, was war da ganz besonders für mich und was war totaler Rotz. Und da wisst ihr vielleicht auch, wenn ihr mir schon länger zuschaut, was dieses Jahr ganz schlecht war und was mich schwer aufgeregt hat. Aber es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, nochmal so ein paar Videos zu machen, wo ich da nochmal so zurückblicke. Und ja, wie gesagt, da kann man dann reinschauen und wenn man neu ist, vielleicht kann man dann auch mal eben in die anderen Videos zu den Spielen direkt reinsehen. Das fand ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Also ich hoffe, das schauen sich viele an, weil das hat, wie gesagt, echt viel Spaß gemacht zu produzieren. Ja, dann, wie gesagt, mit Starbound geht's weiter.
Die Serie wird jetzt weiterlaufen. Ich werde jetzt aber über Weihnachten es wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen, jeden Tag 2 Folgen rauszuhauen. Das ist einfach, ich habe viel zu tun. Ich muss durch die Gegend reisen, Familienkram und so weiter. Und ich will auch noch ein paar Folgen in der Hinterhand haben, denn ich verreise. Und zwar in der ersten Januarwoche, da fahre ich in den Urlaub und da bin ich dann erstmal eine Woche nicht da. Da werden trotzdem Videos kommen, aber irgendwie nicht so wirklich strukturiert, sondern ich lade einfach was hoch und setze das einfach timemäßig dann auf online. Das kann man ja machen, ne? Also ich lade meine Sachen natürlich immer vorher hoch, das wisst ihr ja. Und mindestens einen Tag, aber dann lade ich mal eine ganze Menge hoch und strukturiere das so, dass ihr ab und zu mal noch ein Video bekommt, dass das nicht einfach aufhört. Jo. Es gibt halt noch ein paar andere Sachen, die ich vielleicht machen will. Es ist Samurai Gun endlich ganz überraschend rausgekommen auf Steam. Dazu möchte ich ein Video machen, muss ich nur mal 5 Freunde mir krallen. Es ist ein, ja sagen wir mal, ein bisschen wie ein abgespecktes Smash Brothers im Retro-Look. Indie-Games übrigens, für die, die neu sind, mag ich auch ganz gerne. Bin ich ein Riesenfan von. Und das ist ein ziemlich geiles Local-Multiplayer-Battle-Game. Aber da, wie gesagt, muss ich erstmal schauen, ob ich da genug Leute noch zusammenkriege vor den Feiertagen. Aber das wird sich zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt eine Menge neue Abonnenten habe. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr habt noch eine Menge Spaß mit meinem Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!